Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Klimt. Da müsst ihr unbedingt mal drauf gehen. So sieht's aus. Lustige Sachen. Definitiv. Ja, ja. Sein Kollege hier, der Klimt, ist ein lustiger Kerl. Er ist ein lustiges Kerlchen. Ja. Aber heute geht es erstmal um den 14. September. Und am 14. September hat Geburtstag. Erzähl. Die Sängerin Amy Winehouse. Nee. Kennst du? Kenn ich. Rehab. Die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Kannst du singen? Nein. Nee. Schade. Ist auch gut so, dass es. Ja, ja. Lass mal. Ja. Also die mit 27 aber wieder. Leider eigentlich, ne? Weil die hatte eigentlich doch so, die hatte Potenzial gehabt. Aber wenn, was soll ich denn sonst sagen, außer leider? Ja, gut. Ja, ja leider. Ja. Ja. Nee, war schon ganz gut so, oder was? Ja, ja. Nee, mit 27 sind die alle ganzen Großen gestorben, ne? Mhm. Hier Kurt Cobain, ja. Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Lothar Matthäus, egal. Oh. Und am 14. September war noch was? Ja, und zwar ist da ein Kinostart von einem Film gewesen, den, glaube ich, jeder kennt. Police Academy. Aber den hast du ja nicht live mitbekommen. Das stimmt, ja, weil ich erst 5 Jahre später geboren bin, aber ich kenne die Reihe. Ja. Und er hier in der Mitte, der ist der Coolste. Definitiv. Michael Winslow. Oh, ich habe ihn geliebt. Ja, ich fand immer Hightower gut. Hightower war auch cool, definitiv. Ja. Aber er mit seinen geilen, ich kann jeden Ton nachmachen. Ich habe mich früher als Kind, habe ich mich... Ja, damals war das nicht, mittlerweile können das ja schon einige andere noch. Das stimmt. Aber er war so einer der Ersten, die man so irgendwie kannte. Ne, ein Pionier auf seinem Gebiet. Ja, genau, genau. Wie viele Teile gibt es von Police Academy mittlerweile? 7.000. Mindestens. Ja. Nicht genau. Genug. Ja. Und, naja gut, die letzten waren ja auch nicht gut. Also, ja gut, irgendwann ist es... Also ich sag mal, die ersten 3 habe ich noch ganz gern geguckt und dann hat es irgendwie aufgehört. Ja, hast du auch okay. Noch so ein Alter, wo du irgendwie gesagt hast, ja, okay, so mit 12 oder so. Aber am 14. September 1967 ist auch erschienen, Man lebt nur zweimal. Einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme, muss ich sagen. Schon wieder 007. Ja, 007 ist doch hier. Ja, guck mal hier, ich 007, meine Handynummer, ja. Da hatten wir noch was. Genau, ja, genau. Stimmt, da war ja. Was, ne? Hey, du hast ja schon mal erzählt, dass du deine Handynummer mit 007 endet. Richtig. Die anderen 25 Ziffern vorher wollen wir ja nicht nennen. Nein, 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 nein. Ja, genau. Ja, und kennst du, man lebt nur zweimal? Ja, einmal. Was, einmal? Ja, habe ich einmal gesehen, das ist aber schon. Ach, du kennst du gar nicht richtig, das ist ein Japan. Das ja, das mag sein, ja. Das ist einer meiner Lieblings... Musst du gucken. Ja, hast du Interstellar gesehen? Nein, hast du nicht. Ach du, mit deinem scheiß Internet... Ja. Kann ich gar nicht aussprechen, den Rotz. Mit Matthew... Die Diskussion hatten wir schon mal gehabt. Matthew. In einer anderen Sendung. Matthew mit Conner Dings da. Genau, der. Ja. Genau, der. Genau. Aber am 14. September war noch was? Genau, 1929 wurde die sogenannte eiserne Lunge... Also die Patienten künstlich beatmet, ja. Zum ersten Mal vorgestellt. Ja. Wahnsinn. 1925? 29. 29. Du musst lernen, okay. Zuzuhören. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, danke. Ja. Das war der 14. September mit Gonzales und Klimt. Wenn ihr einen coolen Kanal haben wollt, dann geht auf Schoki Banoki New Television weiterhin. Gonzales und Klimt. Ach komm. Wir sind cooler. Ach komm, hör darauf. Doch. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.